auch in der Klasse 4 den Pokal bekommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass er auch an dem Schnipper alles rausholt, was man rausholen kann. Dann wäre das im Moment der gefährlichste Gegner. Der Josef Lutz, von weit her angereist, Inningen-Baumgarten. Vorher auf dem Treppchen erster Platz. Und jetzt in der Klasse 5 nochmal. Mit einem Agro-Star Deutz. Damit hat Deutz begonnen, die Schräghoben zu produzieren. Diese schrägen Hobenspiele. Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der Nachbarschaft dann besonders gut, wenn Kunstgeräte angebaut werden, weil sie selber solche Geräte kommen, dann sieht man halt alles besser. Die Sieger von der Klasse 4 wird Josef Lutz auch mit einer Verbindung mit seinem zweiten Schnitter. So werden wir im Moment den größten Schnitt. Er wird dann auch auf der 16 auch mal in den Schnitt der andere. Das ist doch keine Gefahr, das wird besser erholen sein. Die Gefahr ist nicht absichtlich. Und ich muss auch richtig schnell laufen, um dem zu folgen. Das sind gar keine Schwierigkeiten an. Er ist jetzt bei der 90er. Und Augen sehen Sie ja das Fullpulsschild. Das lässt jetzt gerade der Auspuff voll weg. Und es wird abgewunken. Meine Damen und Herren, der Josef Lutz, der macht keine Sprünge. Der hat schon wieder einen Fullpulsschild. Das wäre Johannes Götzinger, Christoph Lenz und Georg Schraff in den Vorschlag gewählt. DX650 mit verbotenem Auspuff. Ansonsten so viel Halt von Aderich bis auf die anderen Vorderräder. Steigt mit dem Hintermann von Eckdauer aus Mercedes-Räder. Es wird abgewunken.